Willkommen zu einem neuen Beitrag. Ich muss, bevor ich mit dem Video anfange, jetzt etwas ansprechen. Ich weiß nie, wo ich das sonst machen soll, außer in diesen Videos. Ihr könnt ja an den Zahlen sehen, dass wir uns langsam so Richtung 200.000 Mythengemeinden-Mitgliedern bewegen. Da arbeite ich gerade an so einem kleinen Special, damit dürfte die Frage danach, die oft jetzt in den Kommentaren stand, auch beantwortet sein. Und ein Teil dieses Specials, das sollen dann eure Fragen sein, weil ich immer sehr viele Fragen in den Kommentaren habe, die ich dann jedes Mal umfangreich beantworten müsste. Wenn ihr also Fragen zum Kanal oder zu Fällen, die ich hier geschildert habe oder was auch immer habt, dann könnt ihr die, wenn ihr möchtet, jetzt an folgende E-Mail-Adresse schreiben. mmkurzinfo@yahoo.com. Und es bringt wirklich nichts, wenn ihr diese Fragen jetzt in die Kommentare schreibt, weil die kann ich gar nicht berücksichtigen. Ich kann also nur das beantworten, was in diesen Mails steht. Wenn ihr also möchtet, schreibt eure Frage dahin. Ich beantworte die dann in diesem Special als einen Teil davon. So, jetzt schnell zum heutigen Thema. Killer-Paradies-Kreuzfahrtschiffe. Ich muss mich sehr wundern, weil ich einige Anfragen bezüglich dieses Themas hatte. Und einige davon, die klangen eher so, dass man lieber Tipps hätte, wie die da so vorgehen, die Killer, als dass man einfach nur über das Thema was hören will. Seitdem habe ich dann alle meine Karten für Kreuzfahrten erstmal verkauft. Manchmal kann einem diese Community hier so ein bisschen Angst machen. So eine Kreuzfahrt, meine Lieben, das ist ja normalerweise etwas Schönes, es sei denn, man ist so drauf wie ich. Ich bin nur mit einem Bekannten, der so eine kleine Yacht am Meer hat, in Italien raus aufs Meer gefahren und 15 Minuten später hing ich da schon über der Reling und da sind auch einige Sachen über Bord gegangen, die ich jetzt hier nicht näher beschreiben möchte. Aber auch auf Kreuzfahrten, da geht so hin und wieder etwas über Bord und das sind leider Gottes Menschen. Vom Jahr 2001 an, da hat man angefangen, eine Statistik zu führen, wer das war, da komme ich noch zu. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt sind da über 200 Menschen verloren gegangen. Das betraf sowohl die Passagiere so einer Kreuzfahrt, wie eben auch die Menschen, die dort arbeiten. Etwa jeder Fünfte, der konnte danach wiedergefunden und gerettet werden, aber alle anderen, die waren eben nicht mehr auffindbar. Hinzu kommt, dass es auf Kreuzfahrten immer wieder zu Verbrechen kommt. Und teilweise sind da wirklich schwere Delikte wie Vergewaltigung oder Körperverletzung dabei. Das und weitere Umstände, die lassen eben den Schluss zu, dass von diesen über 200 Personen, die da bis jetzt seit dem Jahr 2001 verschwanden, eben nicht alle versehentlich über Bord gegangen sind, sondern dass sie Opfer von Mördern wurden. Es ist sogar so, dass einige Ermittler glauben, dass Kreuzfahrtschiffe das reinste Paradies für Serienkiller sein könnten. Nach einer Reihe von Untersuchungen, da sind Experten der Meinung, dass sogar jeder dritte Fall, wo jemand über Bord gegangen ist, in Wirklichkeit ein Mord gewesen sein könnte. Und dass diese Umstände für Killer an Bord so gut sind, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Polizei sehr weit weg. Zum anderen ist es so, dass man den Gästen einer solchen Kreuzfahrt nicht zumuten will, dass da überall Kameras hängen, die sie permanent dabei aufnehmen, was sie auch immer gerade tun. Also werden nur wenige Bereiche dieser Kreuzfahrtschiffe von Kameras überwacht. Und welche Bereiche das sind, das hat man relativ schnell raus. Und es gibt einen Umstand, den es eigentlich nicht geben dürfte, der aber praktiziert wird. Das weiß man mittlerweile auch. Es ist den Reedereien, die Kreuzfahrtschiffe haben, natürlich nicht genehm, dass auf so einer Reise auch etwas Unschönes passieren kann. Und so haben Ermittler, die auf diesen Schiffen ermittelt haben, nachdem Personen dort verschwunden sind, mehrfach schon den Eindruck gehabt, dass dort Beweise für eine Straftat beseitigt wurden. Sprich, damit das Ganze eben nach einem bedauerlichen Unfall aussieht. Die Reedereien, die streiten dies natürlich vehement ab. Aber es gibt eben Aussagen von Menschen, die eine Zeit lang auf diesen Schiffen gearbeitet haben, die das Gegenteil behaupten. Aber dieses Vorgehen, das ist ebenso legitim wie auch tricky, wie man so schön sagt. Sollte es bei der Führung dieses Schiffes, also dem Kapitän oder wer auch immer dafür dann gerade verantwortlich ist, den Eindruck geben, dass es sich um eine Straftat handelt, dann muss diese natürlich polizeilich untersucht werden.
Bei Schiffen, die dann gerade den Hafen XY in irgendeinem dritte Weltland anfahren, da ruft man dann die Polizei. Die absolut unbestechliche Polizei aus diesen Ländern natürlich, und die untersuchen dann den Fall. Die stellen dann nichts fest und damit kann man dann den Tatort sozusagen reinigen und aufräumen. Dem Hinzuziehen der Polizei, der wurde ja Genüge getan. Und wenn man dann zurück im eigenen Land ist, kann man den Ermittlungsbericht der dortigen Polizei eben vorlegen. Wenn dann die Polizei des eigenen Landes kommt, ist dann nicht mehr viel zu finden. Nun werden einige von euch sagen, ja Moment, so ein Schiff, das ist ja Hoheitsgebiet des Landes, aus dem es kommt. Dürfen denn dann da überhaupt Ermittler ausländischer Polizei ermitteln? Ich habe da bei der ersten Recherche jetzt nichts gefunden, aber es scheint so zu sein, weil es gängige Praxis ist. Ein weiterer Vorteil für Täter auf hoher See ist natürlich der, dass man ihre Opfer, hat man sie erst einmal über Bord geschmissen, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wiederfindet. Täter müssen sich also auf diesen Kreuzfahrtschiffen nicht einmal groß Gedanken über die Entsorgung ihrer Opfer machen. Wie problematisch Ermittlungen sind, das zeigt der Fall der deutschen Urlauberin Sabine L. aus dem Jahre 2006. Die 62-jährige Hamburgerin, die war zusammen mit ihrem Mann auf einer Kreuzfahrt in den Gewässern vor Portugal unterwegs. Am 31.12.2006, da wollte sie den letzten Tag des Jahres am Pool verbringen. Frühmorgens stand sie auf und da ihr Mann noch schlief, da ließ sie ihn alleine in der Kabine mit der Nummer 5167 der Queen Elizabeth II zurück. Er wusste von ihren Plänen und würde dann später nachkommen. Seither fehlt von der Frau jede Spur. Die Angehörigen von Sabine L., die haben lange Zeit versucht, irgendetwas über ihren Verbleib herauszufinden, aber sie bekamen immer nur die eine Antwort: Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Sabine L., die gehört zu diesen Fällen auf luxuriösen Kreuzfahrtschiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, die inzwischen gar nicht mehr so selten vorkommen. Bezogen auf das Jahr, in dem sie verschwand, also 2006, da heißt es in einem Bericht des US-Kongresses, dass auf verschiedenen Luxuslinern mindestens 24 Personen verloren gingen. Und wie eingangs erwähnt, da liegt die Gesamtzahl dieser verschwundenen Personen, das sind also nur die, die man wirklich erfassen konnte, seit 2001 bis in unser Jahr 2021 jetzt bei über 200. Selbstmord, Unfälle, Verbrechen. Alles ist möglich, denn man weiß eben nicht, wo diese Menschen geblieben sind und kann dann somit auch keine Schlussfolgerungen ziehen, was passiert ist. Die Kreuzfahrt, auf der sich Sabine L. befand, das war so eine Atlantikreise mit Zwischenstopps in Lanzarote, Teneriffa, Madeira. Doch das Ganze wurde anstatt einer luxuriösen Kreuzfahrt ein Albtraum. Auf einer Webseite, die Familie für Sabine L. angelegt hat, wo sie um weitere Informationen baten, falls irgendjemand irgendetwas mitbekommen hatte auf diesem Schiff, da haben sie geschrieben, unsere Mutter Sabine verschwand früh am Morgen des 31. Dezember 2006. Sie war sportlich, bei guter Gesundheit. Ihr offener und freundlicher Charakter zeichnete sie aus. Bitte helfen Sie uns herauszufinden, was passiert ist. Einen Selbstmord schließt die Familie komplett aus. Sie sagten, es gäbe keine Feinde, es gab keine wirklichen Probleme. Die beiden Eltern dieser Familie, also Sabine und ihr Mann, die lebten so ein beschauliches Rentnerleben. Vielleicht ist sie einfach über die Reling gefallen, aber bei 2000 Passagieren und 1000 Crewmitgliedern sei auch ein Verbrechen möglich. Zuständig für die Ermittlungen, das ist die Polizei aus Southampton. Denn da ist der Sitz der Reederei QE2 und der gehört eben dieser Queen Elizabeth II. Nur lag der Tatort eben dann in diesem Fall einige tausend Seemeilen entfernt in den Gewässern vor Portugal. Erst 3 Tage nach dem Verschwinden von Sabine L., da kehrte das Kreuzfahrtschiff in seinen Heimathafen zurück und erst dann konnte die Polizei ermitteln. Es gab eine große Aktion bezüglich der Befragung der Passagiere, immerhin waren es 2000, es wurden natürlich nicht alle befragt, aber ebenso viele wie möglich. Alle Kamerabilder, die aufgenommen wurden, die wurden ausgewertet. Es gab nicht den geringsten Hinweis über den Verbleib von Sabine L. Ein US-Abgeordneter, der sich mit diesen Fällen befasst, der sagte, ein Kreuzfahrtschiff ist wie eine kleine Stadt. Aber dort kennen die Einwohner das Risiko und keiner
geht in einer Stadt über Bord, ohne dass man ihn jemals wiederfindet. Eine Kreuzfahrt ist der perfekte Weg, um das perfekte Verbrechen zu verüben. Die Antwort der Kreuzfahrtindustrie kam prompt und sie sagten, dass es auf ihrem Schiff mit jährlich 15 Millionen Passagieren viel weniger Kriminalfälle gäbe als sonst irgendwo auf der Welt. Eine Aussage, die man so und so werten kann. Natürlich denke ich einmal, dass auf einem Kreuzfahrtschiff, wo lauter Urlauber sind, eben nicht so viele Verbrechen passieren wie in einer Stadt, aber diese Aussage beinhaltet eben auch, dass es Verbrechen gibt. Und das sieht auch jemand so namens Ross A. Klein, der ist Professor für Soziologie an der Memorial University in St. John's, Neufundland in Kanada. Und der hatte dieses Buch hier geschrieben, Cruise Ship Blues, The Underside of the Cruise Ship Industry. Klein, der hat in seinem Leben 40 Kreuzfahrten zusammen mit seiner Frau gemacht und im Jahr auch durchschnittlich 40 Tage an Bord eines Kreuzfahrtschiffes verbracht. In diesem Buch, da geht es um jede Menge Verstöße, die die Reedereien gegen die Auflagen für Kreuzfahrtschiffe machen. Es geht um Umweltverschmutzung und es geht um das Thema Verbrechen. Und nachdem er sich dann sehr lange mit diesem Bereich befasst hat, da hat er in einem Interview Folgendes dazu gesagt. Das größte Problem, an das die Leute sicher nicht denken bei einer Kreuzfahrt, ist die Kriminalität. Darunter auch viele sexuelle Übergriffe. Die Wahrscheinlichkeit, auf einem Kreuzfahrtschiff überfallen zu werden, ist bei einigen Kreuzfahrtgesellschaften in Kanada 50% höher als an Land. 34% der Opfer sind Kinder. Noch problematischer ist, dass bei einem Verbrechen auf einem Kreuzfahrtschiff die Kreuzfahrtgesellschaft definiert, was ein Verbrechen ist. Und diese Definition bestimmt, ob das Verbrechen gemeldet wird oder nicht. Es gibt viele Fälle, in denen das Opfer sagte, dass es sexuell belästigt wurde. Aber die Kreuzfahrtgesellschaft sagte, dass es nur eine unangemessene Berührung war, so dass es keinen Grund oder keine Notwendigkeit gab, dies zu melden. Früher waren es ungefähr 70% der Arbeiter eines Kreuzfahrtschiffes, die sexuelle Übergriffe auf Passagiere gemacht haben. Heute sind es etwa 50% Passagiere, die an Passagieren diese Übergriffe machen. Die anderen 50% gehen weiter auf das Konto der Arbeiter. Andersherum gibt es dann aber auch ein paar wenige Fälle, in denen sich Passagiere an Arbeitern vergehen. Diese Thematik mit den Verbrechen, das ist nur ein Teil der Ermittlungen, die Professor Klein auf Kreuzfahrtschiffen durchgeführt hat. Wie gesagt, geht es darin dann auch um Verstöße gegen die Auflagen für Kreuzfahrtschiffe, um die Bezahlung der Mitarbeiter, die oftmals für 1,50 Euro am Tag dort arbeiten. Nachdem er dies dann alles in diesem Buch veröffentlicht hat, kann er jetzt keine Kreuzfahrten mehr unternehmen, weil er überall als unerwünschter Passagier gilt und damit keinen Zutritt mehr bekommt. Am 6. Juni 2012, da verschwand die 46-jährige Carol Morning auf einer Kreuzfahrt. Und dieser Fall, der ist insofern interessant, dass es wahrscheinlich nicht so gewesen sein kann, dass sie versehentlich über Bord gefallen ist. Carol Morning, die war auf einer sogenannten Single-Kreuzfahrt unterwegs, die sind vor allem in den USA sehr beliebt. Wie der Name schon sagt, ist dieses Schiff voll mit Singles. Dementsprechend ist das Programm auf diesen Schiffen gestaltet. Es gibt viele Tanzveranstaltungen, wo man sich kennenlernen kann und tagsüber dann verschiedene Programmpunkte zu eben diesem Zweck. Es bilden sich dann schnell irgendwelche Grüppchen von Menschen, die sich dort an Bord kennengelernt haben, und anders war es auch bei Carol nicht. An diesem 6. Juni, da trafen einige ihrer neuen Bekannten Carol in den Gängen des Schiffs. Sie war unterwegs zu ihrer Kabine. Sie unterhielten sich eine Weile und man beschloss dann, später sich an Deck zu treffen. Als man sich trennte, da sah die Gruppe, die sie getroffen hatte, noch, wie Carol in ihre Kabine ging. Die anderen, die begaben sich an Deck, an den Pool. Nun sind die Wände auf diesen Kreuzfahrtschiffen in diesen Kabinen ja nicht so dick und deshalb kann man gelegentlich schon einmal hören, was in der Nachbarkabine oder in der übernächsten Kabine so vor sich geht, wenn es denn laut genug ist. Und so war es dann auch in diesem Fall. Zwei Kabinen weiter, da lag eine Frau auf ihrem Bett und wollte einen Mittagsschlaf halten, als sie sehr lautes Gerumpel hörte, so als ob jemand irgendetwas durch die Kabinen werfen würde. Allerdings vernahm sie keine Hilfeschreie oder ähnliches und sie war sich nicht sicher, ob das Ganze aus der Nachbarkabine oder aus der übernächsten Kabine kommen würde.
Als Carol nicht am Swimmingpool erschien, da machten sich irgendwann dann zwei Frauen ihrer neuen Bekanntschaften auf den Weg, um an ihre Kabine anzuklopfen und nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Allerdings gab es dann aus dieser Kabine eben keine Antwort mehr. Als Carol am Abend dann immer noch nicht auftauchte, da informierten dann ihre Bekannten einige Mitglieder der Crew. Der Captain, der veranlasste dann eine Suche auf dem Schiff, aber auch die blieb erfolglos. Carol tauchte nie wieder auf. Bis heute nicht. Als man ihre Kabine durchsuchte, stellte man fest, dass dort ein heilloses Durcheinander herrschte, das durchaus von einem Kampf herrühren konnte. Zusammen mit der Aussage der Frau aus der übernächsten Kabine, die dieses Gerumpel und Gepoltere hörte, da konnte man dann relativ sicher sein, dass es dort einen Kampf gab. Aber wohin konnte Carol verschwunden sein? Es wurde nach Aussage des Kapitäns von dieser Suchmannschaft, die zusammengestellt wurde, wirklich jeder Winkel auf diesem Schiff untersucht, wo man sich ihrer vielleicht sterblichen Überreste hätte entledigen können. Dass sie ein möglicher Täter eventuell am helllichten Tag auf Deck geschafft und dort über Bord geworfen hätte, das ist relativ ausgeschlossen. Man hätte ihn garantiert gesehen, denn tagsüber ist auf diesen Decks immer sehr viel los. Trotz alledem wurde sie aber nie wieder gesehen und die Fragen bleiben natürlich, wo ist sie hin und was ist ihr passiert? September 2014. Auf einem schwedischen Kreuzfahrtschiff, das überwiegend deutsche Passagiere hatte, befindet sich ein Ehepaar. Dieses Ehepaar stammte aus dem Raum Stuttgart. Ein beliebtes Ziel für Kreuzfahrten, das sind zum Beispiel die Fjorde, und zu diesen Fjorden, da führte auch die Reise dieses Schiffes. Das ist keine Sommerreise, bei der man am Pool liegt, weil die Temperaturen das eben nicht mehr hergeben. Klar liegen bei diesen Kreuzfahrten dann auch Menschen auf Deck in den Liegestühlen, allerdings dann meist dick verpackt und sie genießen die Aussicht auf die See. Und so machte es dann eben auch dieses Ehepaar. Tagsüber lagen sie meist an Deck und schauten aufs Meer, oder wenn sie die Fjorde erreichten, dann schauten sie sich natürlich dann diese beeindruckende Landschaft an. Als das Schiff sich in so einem Fjord befand, da standen die beiden wieder an Deck und der Mann stellte fest, dass er seine Zigaretten vergessen hatte und wollte noch einmal zurück in die Kabine, um diese zu holen. Das letzte Mal, dass seine Frau ihn gesehen hat. Das klingt jetzt so wie, ich muss mal kurz Zigaretten holen und dann kam der Mann nie wieder, aber in diesem Fall ist es natürlich so, dass das Ganze auf einem Schiff war und wahrscheinlich ein Verbrechen passiert ist. Denn es gab nicht die geringste Spur, wo er geblieben sein könnte. Es war natürlich dann auch in diesem Fall so, dass das Schiff komplett durchsucht wurde, aber der Mann, der blieb verschwunden und tauchte nie wieder auf. Und aufgrund der Umstände, dass er in dieses Schiff hineinging und nicht draußen an Deck war, da geht man auch hierbei davon aus, dass das Ganze ein Verbrechen war. Dass er das zufällige Opfer eines Täters wurde, der ihn vielleicht dann tagsüber in seiner Kabine versteckte und abends irgendwie über Bord warf. Ja, selbst an Orten, wo man es eigentlich nicht so erwartet, auf seiner Kreuzfahrt, wo eigentlich immer so eine ruhige Atmosphäre herrscht, wenn man nicht gerade auf so einem Partyschiff unterwegs ist, besteht durchaus die Möglichkeit, dass man einem Verbrechen zum Opfer fällt. Wenn man es jetzt mal statistisch angeht, dann ist es so, dass 20 Personen pro Jahr auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Verschwinden heißt aber nicht unbedingt, dass sie umgebracht werden, sondern es können Selbstmorde sein, es können Unfälle sein. Geschätzt wird, jeder dritte Verschwundene könnte ein Mordfall sein. Deutsche Reedereien, die haben im Jahr ungefähr 2.200.000 Gäste. Das ist so die Zahl der deutschen Reedereien, die sie dann zusammen angegeben haben. Nimmt man die Statistik der Opfer jetzt, dann gibt es so pro Jahr 6 Morde auf diesen Kreuzfahrtschiffen. Entgegen 2.200.000 Gästen. So einem Täter dann zum Opfer zu fallen, das ist natürlich nicht unmöglich, aber eben dann auch so wie Lotto spielen. Jeder einzelne Mordfall, der passieren könnte, wie gesagt, man weiß es ja eben nicht wirklich, der ist zu viel. Gar keine Frage. Aber wenn man eine Kreuzfahrt plant, denke ich, kann man das diesbezüglich hier eigentlich ohne Ängste tun. Also sage ich jetzt mal so von meiner Einschätzung her. Ja, das war jetzt mal das, was ich so zu diesem Thema Kreuzfahrten und Straftaten oder Mordtaten auf diesen Schiffen so zusammengesucht habe.
Wenn ihr jetzt nicht wisst, ob ihr alle Videos gesehen habt in der letzten Zeit, schaut mal in die Videobeschreibung. Da habe ich die Links zu den letzten drei Videos reingesetzt. Vielleicht habt ihr ja etwas verpasst. Ja, ich muss jetzt mal aufs Sonnendeck und falls euch dieses Video hier als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder. Bis dahin, alles Gute für euch.